Ja, Mahlzeit miteinander. Heute ist Sonntag, der 27. Oktober 2019. Eine knappe Stunde nach dem Ende der Wahl in Thüringen. Ich habe so viele Dinge, bevor ich zur Wahl in Thüringen komme, aber ich möchte zu ihr relativ zügig kommen. Zunächst etwas Persönliches. Ich bin euch, liebe Hörer, die spendeten, natürlich vor allen Dingen auch die, die mir Zuspruch gaben, unendlich dankbar, mehr als ich ausdrücken kann. Ich habe mich, als ich diese Sache mit der großen Stromrechnung sah, in einer wirklich sehr elenden Lage befunden. Ein Teil bleibt das Elend mir erhalten, denn die Aussicht, wie geht das Leben eines Menschen mit wenig Geld weiter in den Jahren, die kommen, und die Jahre werden ja schwierig für uns alle, nicht nur für Leute, die von Hartz leben, auch die, die gering verdienen. Und irgendwann auch viele, die normal verdienen. Aber in einem Land, in dem Landsmänner und Landsfrauen mir mit solcher Solidarität, Freundschaft und Hilfe zur Seite sprangen, will ich auch etwas Hoffnung schöpfen, was auch ein passender Gedanke zum Ergebnis in Thüringen ist, wie ich meine. Auch wenn man das alles auswerten wird müssen. Meine Sache mit dem Strom ist nun klar gerettet, wofür ich euch, wie gesagt, ausdrücklich unendlich dankbar bin. Es ist wirklich so, und ich sage das nicht aus Schmeichelei, sondern weil es wahr ist, also es gibt immer wieder in dunklen Stunden, denke ich daran, wie was auch was für Feedback ich in Posts, in E-Mails mehr als ich beantworten kann mitunter. Zuspruch bekomme, Schilderungen persönlicher Erlebnisse und persönlicher Gedanken und solche Zusprüche und so eine Unterstützung ist es, die mich auch einfach weitermachen lässt. Nicht nur mit dem YouTube-Kanal, sondern überhaupt ja mit dem Leben in einer gewissen Weise, wenn man so will. Es ist jetzt, wie gesagt, gesichert für dieses Jahr und ich werde, was darüber hinausgeht, zur Seite legen fürs nächste Jahr, für Eventualitäten, die kommen. Bin ja auch sehr immer wieder mit medizinischen Kosten beschäftigt, leider. Also, wie gesagt, ich kann da gar nicht genug euch danken für all die Unterstützung, die ich gefunden habe. Und das hat mich sehr tief berührt. Kommen wir zum Thema des Abends. Das ist natürlich die Thüringenwahl. Meine, wir leben ja in sehr merkwürdigen Zeiten. Und das Wahlergebnis in Thüringen ist, man kann das nun sehen, also ich habe jetzt hier die aktuelle Hochrechnung ist von ARD hier auf der Welt zu lesen von 18:43 Uhr. Das ist jetzt die von vor 10 Minuten in dem Zeitpunkt, wo ich gerade spreche. Die Linkspartei bei 29,7 auf einem Allzeithoch hat sich um 1,5% nicht wesentlich verändert, sondern ist auf dem Ergebnis geblieben, bei dem sie war. Die AfD, die sich ja verdoppelt hat, muss man im Prinzip sagen, um 13,2% verbessert auf jetzt 23,8%, ist zweitstärkste Partei in Thüringen. Das ist also ein sagenhaft gutes Ergebnis für die AfD. Stark abgebaut hat die CDU, die um fast 11% gefallen ist auf 22,6%. Die SPD spielt keine Rolle mehr mit 8,6%, um nochmal 3,8%, fast 4% gefallen. Schrammt die SPD in Thüringen nun an dem Punkt, dass sie bald nicht mehr im Parlament ist? Kein Mensch wird sie vermissen, wenn ich das so ganz offen sagen darf. Naja, gut, wer weiß. Ich sage ja, es gibt ja noch ein paar Gedanken dazu. Das interessanteste Ergebnis ist natürlich, dass allen Kommentaren, wie es jetzt zu entnehmen ist, also ich habe hier Verschiedenes auf Welt und ARD mir mal kurz angehört, so schwer es mir gefallen ist. Ich kann ja nicht kommentieren, wenn ich nicht die Kommentare der Medien zumindest ein bisschen rannehme. Das Ergebnis, auf das wir uns alle gefreut und gehofft haben, ist insofern eingetreten, als eine Regierungsbildung von Rot-Rot-Grün und auch dem anderen Gehampel und Geschwampel nicht möglich ist. Also, natürlich ist das jetzt das nicht endgültige Ergebnis. Man wird sehen können,
Es gibt aber, wir haben ein klares Verfehlen der Mehrheit hier von Rot-Rot-Grün. Hier wird das angezeigt auf der Seite Die Welt nach dem aktuellen Stand der Rechnungen. Bräuchte sie für die Mehrheit 45 Sitze, SPD, Linkspartei und Grüne haben aber nur 40. Ja, müsste sich das Ergebnis schon gravierend verändert. Rot-Rot-Grün ist klar abgewählt. Was es für andere Möglichkeiten gibt. Es gibt auch die, hier wird auch geschrieben, auch eine, von dem habe ich noch nie gehört. Was hieß das? Simbabwe. Also das wäre, wer wäre das? Ich glaube alle, das wäre CDU, SPD, Grüne, FDP. Denn Grüne und FDP sind nach dem bisherigen Dafürhalten mit 5% bzw. 5,4% drin. Kann sich noch ändern, kann sein, dass die FDP, die ist jetzt gerade auf der 5%-Marke, kann sein, dass die FDP nochmal rausfliegt. Ob sich dann an der Sitzverteilung Gravierendes ändert, kann ich auch nicht sagen. Das wird man im Laufe des Abends noch sehen müssen. Die Grüne Partei mit 5,4 dürfte vermutlich drin sein. Gibt natürlich immer mal noch auch Änderungen, die um einiges sind. Aber heutzutage ist die Erhebung in der ersten Stunde nach der Wahl im Allgemeinen relativ zuverlässig. Ach so, man kann hier die Wahl, ach guck mal, man kann das hier sich zusammenstecken, die Wahl, die Koalitionsrechner. Das ist ja interessant. Machen wir das doch mal. Also, was haben wir hier? CDU, SPD, Grüne, FDP hätten auch keine Mehrheit. Also, das wäre diese berühmte Simbabwe-Koalition aus CDU, SPD, Grüne, FDP hätte 39 Sitze von gebrauchten 45, würde also klar die Mehrheit verlieren. Was können wir noch spaßeshalber machen? Wenn wir mal Grüne und es ganze, das ist ja eine Klickerei hier. Also auch eine AfD und CDU hätte knapp nicht die Mehrheit nach dem, was das hier anzeigt. Also würde auch die knapp verfehlen um ein oder zwei Sitze. Die Grafik reagierte nicht so schnell, jetzt reagiert sie. Also AfD und CDU, was ja die CDU kategorisch ausgeschlossen hat, hätte 43 von 45, mehr würde also auch nicht gehen. Was haben wir noch von der Rechnung? Linkspartei und, oh, Linkspartei und AfD wäre natürlich auch lustig. Ich glaube, dann wird die Republik Kopf stehen. Na, so. Ach, jetzt hat es mir doch die AfD rausgehauen. So, jetzt, also Linkspartei und CDU wären die einzigen, die eine Mehrheit hätten. So, also natürlich Linkspartei und AfD, aber ich glaube, das können wir wirklich ausschließen. Mein, wie gesagt, dann würde natürlich die Republik Kopf stehen, wenn sich das ergeben würde. Obwohl ich glaube, persönlich, die hätten doch, also Linkspartei und AfD, gerade die Thüringer AfD, hätten durchaus Berührungspunkte, wenn die Linkspartei sich nicht so sehr auf ihre typisch linke internationalistische Position versteift hätte, was ich für einen Unfug halte. Es gibt ja in der Linkspartei einige Leute, die schon gesagt haben, wie Sahra Wagenknecht, diese Massenzuwanderung ist nicht im Interesse der Deutschen, diese unbegrenzte, sondern sie dient vor allem den Großunternehmen, die sich billige Arbeitskräfte dadurch erhoffen. Das ist eine Sicht, die aus der Politik der linken Parteien völlig ausgeblendet wird, was ich als ehemaliger Linker, also aus dem SPD-Lager, ja überhaupt nicht nachvollziehen kann. Denn das war Jahre, ich möchte sagen jahrzehntelang, einer der Hauptpunkte von links gegen Massenzuwanderung zu sagen, das dient den Unternehmen, die hier billige Arbeitskräfte, die Löhne drücken wollen. Und das ist auch ganz klar, es ist von Unternehmensseite seit Jahren immer wieder diese Behauptung vom Fachkräftemangel. Das ist ja etwas, was wir seit sehr langer Zeit sowohl in Deutschland als auch überhaupt in westlichen Staaten hören. Nicht nur in Deutschland, wir kennen es natürlich hauptsächlich aus Deutschland, zu sagen, ja, es gäbe einen Fachkräftemangel. Also ich kann das nicht abschließend beurteilen, ob es den gibt, aber selbst wenn es den gibt, ist es ja eigentlich ein Beweis, dass man im Land, in der Landesbildungspolitik einiges falsch gemacht hat. Und dann wäre eigentlich die logische Reaktion zu sagen, was können wir an der Politik des Landes ändern, dass die Deutschen, die Bürger der Bundesrepublik Deutschland zu Fachkräften wieder werden. Denn endlos lange kann man das Spiel der Zuwanderung ja nicht betreiben, zumal die Zuwanderung auch keine Fachkräfte bringt. Also das ist auch ein Märchen, auch wenn uns auch heute noch immer wieder Politiker sagen, da kommen die gut gebildeten.
Wir wissen aus genug Statistiken, dass diese Leute, die da kommen, im Gros gesehen keine Hochgebildeten sind. Mag es auch vereinzelt geben, ist gar nicht das Thema, aber es ist ja auch keine Lösung. Also das ist, wenn man ein systemisches Problem hat, also ein Fachkräftemangel wäre ja ein systemisches Problem, also eine Schwäche im System selbst. Man kann ein Systemproblem ja nicht dadurch angehen, dass man ständig Leute von außen holt. Das hat ja seine Endlichkeit aus vielfachen Gründen. Die Reaktionen sind natürlich ebenso perfide, wie sie immer vorhersehbar sind. Gerade eben habe ich gesehen, Malu Dreyer, ich wusste gar nicht, dass die in die SPD, warum die SPD eine Partei mit 8%, die knapp an der, also nicht knapp, aber schon sich der 5%-Hürde anschrammt und deren Bedeutungslosigkeit wirklich dahin geht, wo sie, ich muss auch mit einer gewissen sagen, teilweise auch leider sich hinbewegt. Denn es wäre durchaus wichtig, dass es eine Partei gibt, die sich soziale Themen auf die Fahne schreibt. Vernünftig. In einer gerechten, sinnvollen, vernünftigen Weise. Was die SPD schon seit den Schröder-Jahren ja nicht mehr gemacht hat. Und was hat die Malu Dreyer gesagt? Ja, die demokratischen Parteien müssten sich zusammentun. Ob sie damit die Linkspartei mit gemeint hat, das hätte ich sie gerne mal gefragt. Das haben die Journalisten sie leider nicht. Das würde mich mal persönlich interessieren, ob sie die SED-Nachfolgepartei, ich will darauf nicht allzu sehr herumleiern, aber man muss es sich doch vor Augen führen. Es ist ja doch eine Merkwürdigkeit. Nun muss man sagen, vielleicht steht in einigen Punkten, erscheint mir heute die Grüne Partei eigentlich als die radikalere, wobei kann man sagen, gut, es ist auch immer die Aussicht, dass auf Bundesebene die Linkspartei so weit abgeschlagen ist, dass sie trotz der starken Ergebnisse, die sie teilweise im Osten kriegt, auf Bundesebene ja wenig bis keine Chancen hat. Und das wird sich auf absehbare Zeit meines Erachtens auch nicht ändern. Also, dass die Linkspartei jetzt raketenartig nach oben geht und weiß ich nicht, ich meine, gut, es gibt ja das Gespenst von Rot-Rot-Grün im Bund. Ja. Das gerade durch das gute Abschneiden der Grünen befeuert wird, wobei man natürlich klar sagen muss, ebenso die Linkspartei liegt im Bund nach wie vor sehr weit unten und die SPD geht raketenartig nach unten. Also es ist ja, was SPD und Grüne betrifft, eigentlich nur ein Austausch. Also dass die Position im Prinzip im Parteiengefüge, die bisher die SPD gefüllt hat, übernimmt weitgehend die Grüne Partei. Gut, mit etwas anderen Inhalten, aber das linke Lager ist dadurch nicht stärker geworden in Deutschland. Und das sieht man an der Wahl in Thüringen relativ deutlich auch. Im Gegenteil, also die rot-rot-grüne Regierung hatte bisher, soweit ich das gelesen habe, die Mehrheit von einer Stimme gehabt. Was nicht weiter anrüchig ist, sagte schon Kanzler Adenauer, Mehrheit ist Mehrheit. Aber nun hat auch Rot-Rot-Grün keine Mehrheit. Also es ist eigentlich eine Schwächung des linken Lagers, das muss man schon ganz klar sagen. Also dieses dumme Geschwätz von Malu Dreyer immer zu sagen, das ist ja so eines, was die SPD und die Grüne Partei und die CDU immer von sich geben, schon seit Jahren, also schon seit die AfD einigermaßen veritabel Stimmen hinter sich hat. Wir sind die demokratischen Parteien, was sagt das denn? Wollen die Politiker der SPD und CDU sich allen Ernstes hinstellen und behaupten, jetzt ist die Linkspartei bei 24, knapp 24%? Wollen die sich allen Ernstes hinstellen und sagen, 24% der Bürger Thüringen sind Antidemokraten? 24% der Bürger Thüringen sind rechtsradikale Nazis? Wer soll denn das glauben? Jetzt mal ganz im Ernst. Unabhängig, ich persönlich habe Björn Höcke verschiedentlich kritisiert und bin kein Höcke-Fan. So, ich kann also sagen, wo ich etwas sehe, das ich des Kritisierens wert finde, nehme ich kein Blatt vor den Mund und muss mich hier nicht als Höcke-Fan darstellen lassen. Dennoch muss man sagen, Ehre, wem Ehre gebührt. Nun ist es für einen erwachsenen Menschen nicht notwendig, meines Erachtens, dass er überhaupt Fan eines Politikers wird. Das ist ja eine unsinnige Schwarz-Weiß-Malerei, dass man sagt, man muss von Politikern oder Parteien in allem dahinterstehen. So funktioniert ja Politik nicht. Ich hatte den Gedanken,
den ich jetzt gerade auch wieder aufgreifen möchte und der mir hier in dieser Frage durch den Kopf geht. Als Donald Trump die Wahl in den USA gewann, da ging mir durch den Kopf, ist das nicht ein Zeichen, dass man vielleicht nicht immer auf so bürgerlich und angepasst machen sollte, sondern dass es vielleicht eben gerade wichtig, richtig wäre, strategisch richtig, auch mal polemisch auf die Pauke zu hauen. Das ist natürlich eine Frage des Maßes, auch der Thematik, muss man sagen. Aber dass man sagt, es gibt ja in der AfD verschiedene Lager, also verschiedene Ansichten darüber, in welche Richtung sich die AfD entwickeln sollte. Und da steht ja Björn Höcke für den sogenannten Flügel, also eine Ausrichtung auf mehr Nationalismus, mehr Patriotismus, was ich persönlich absolut unterstütze, ohne Zweifel. Es gibt diesen Satz von Charles de Gaulle, der gesagt hat, Nationen haben keine Freunde, Nationen haben Interessen. Das ist einer der Gründe, warum ich mich eher als Nationalist denn als Patriot bezeichne. Ich möchte hier nicht verschiedene Lager ausspielen gegeneinander, aber für mich hat der Begriff des Patriotismus etwas zu Gefühliges. Ich kann verstehen, dass man den verwendet hat, weil der Begriff Nationalismus vom politischen Gegner sehr benutzt wird als Waffe. Für mich ist der Unterschied ganz einfach der, dass ich sage, ich bin Nationalist, weil ich sage, Nationen haben Interessen. Wie Charles de Gaulle es sagte, eine Nation hat ein Interesse. So. Also ich bringe immer wieder dieses Beispiel, weil es eben so simpel wie anschaulich ist. Man kauft eben entweder einen französischen Peugeot oder einen deutschen Volkswagen. So. Gut, es gibt Superreiche, die kaufen sich vielleicht beides, aber de facto Volkswirtschaften sind in Konkurrenz. Das gilt ja auch schon innerdeutsch. Also wir haben eine regionale Wirtschaft zum Beispiel in Bayern, die sich in Konkurrenz befindet mit der regionalen Wirtschaft in, weiß ich nicht, Nordrhein-Westfalen oder Berlin oder Thüringen. Und diese Konkurrenzsituationen werden ja nicht dadurch aufgehoben, dass es eine Bundesrepublik gibt. Deswegen ist eine Föderation, also ein föderaler Staat wie die Bundesrepublik, richtig, meines Erachtens. Ich bin gegen eine zentralisierte Sache in diesem Sinne, dass ich meine, föderalisierte Staaten sind mir per se lieber, in denen, was sinnvoll ist, auf regionaler Ebene entschieden wird und nicht zentral vorgegeben. Ich halte das für eine klügere Sache als dieses französische Modell des Zentralstaates, in dem ja die einzelnen Regionen nur durch Gouverneure der Zentrale regiert werden und der es kein in unserem Sinne föderales Gebiet, also keine Selbstregierung gibt in dem föderalen Sinne wie wir. Das ist ja auch das große, das sind ja auch die beiden großen Modelle, die in der Europäischen Union gegeneinander stehen. Nur so am Rande gesagt. Aber zurück zu Björn Höcke, er ist ja eine umstrittene Figur, man kann das so klar sagen. Die Medien arbeiten sich auf ihm, an ihm ab. Wir erinnern uns noch, es gab ja dieses sogenannte Zentrum für politische Schönheit, das vor Herrn Höckes Haus eine Art kleineres Replikat des Holocaust-Mahnmals nachbaute, was ich eine ganz perfide Sache empfand. Also einerseits Leute, sagen wir mal, Politiker in dieser Art und Weise vor ihr Privates zu dringen, halte ich für einen Tabubruch, den wir wirklich nicht gutheißen sollten, egal wie man zur AfD steht. Und ihr wisst, ich habe die Äußerungen von Höcke zu dem, die Formulierung zur Mahnmaldebatte damals nicht gut geheißen. Und trotzdem habe ich das genauso scharf verurteilt, was das Zentrum für politische Schönheit da gemacht hat. Das ist politische Erpressung und eine Vergröberung eine Brutalisierung des politischen Klimas, an der wir alle Schaden nehmen, an der eigentlich kein vernünftiger Mensch mitwirken darf. Auch natürlich nicht zuletzt, weil es in einer Weise, dass die schlimme Erfahrung des Holocaust in einer Weise politisch missbraucht, die ich auch moralisch nicht für vertretbar gehalten habe. Nichtsdestotrotz, also ich sage das nur, Björn Höcke ist ja so ein Polarisierer, teilweise mit Absicht, teilweise ist das auch Medien gemacht. Etliches von dem, was er von sich gegeben hat, ist eigentlich, wenn man es objektiv betrachtet, nicht wirklich spektakulär oder sollte eigentlich in einer vernünftigen, normalen Gesellschaft eigentlich auch nicht umstritten sein oder radikal.
Ich weigere mich einfach nach wie vor in weiten Teilen das, was AfD-Konsens ist, nehmen wir mal den normalen Konsens der AfD, als radikal anzusehen. Das weigere ich mich einfach. Das hat auch etwas mit meinem Alter zu tun. Ich erinnere mich noch, wie die CDU in den 80er Jahren war und was sie für Positionen gehabt hat und was die normale CDU-Politiker für Äußerungen von sich gegeben haben. Und wenn die AfD, sagen wir mal, durch eine Zeitreise ins Jahr 1985 versetzt würde, dann würde die CDU rechts von der heutigen, die damalige CDU rechts von der heutigen AfD steht. Und zwar klar. Ich weigere mich einfach zu glauben, dass das, was heute die AfD sagt, wenn das noch linksliberal von der CDU für 1985 ist, dass die AfD damit eine rechtsradikale Partei sein kann. Das, was links der CDU von 1985 steht und liberaler als CDU 1985, kann nicht eine rechtsradikale, antidemokratische Position sein. Das ist ausgeschlossen. Es tut mir leid, das kaufe ich einfach den Leuten nicht ab. Also es ist auch eine empörende Position. Ich meine, wir alle, viele von euch kennen sicherlich das berühmte Overton-Window, was übrigens nach einem Mann benannt wurde, wie ich erst vor einiger Zeit aufgeklärt wurde, nicht nach einem Überton, nicht nach einer irgendwie Übertongeschichte. Jedenfalls ist das besagt, dass ja das sozusagen, dass es gibt eine Art Meinungsfenster und das hat sich ganz deutlich für uns alle sichtbar nach links, krass nach links verschoben. In Deutschland ganz besonders, aber in vielen westlichen Ländern allgemein, Großbritannien, Amerika auch. Sodass durch das verschobene Overton-Window natürlich Positionen, die vor 20 Jahren mittig und liberal erschienen wären, heute von vielen als rechts wahrgenommen werden oder sogar als rechtsradikal wahrgenommen werden, einfach weil sich die öffentliche oder man kann auch sagen die veröffentlichte Meinung insbesondere in den letzten 5 Jahren nach links verschoben hat. Nun muss man eines sagen, ihr wisst, wenn wer meinem Kanal folgt, ich bin kein Freund von Theorien der sogenannten Verschwörung, also der Theorie, leichtfertig zu sagen, ja, das ist alles gemacht. Da ich immer umsichtig bin, ich möchte als Philosoph, als Soziologe, als Historiker, gerade als Historiker, habe ich eine Skepsis gelernt, als Historiker lernt man nur das als Aussage zu bestätigen, was man in Quellen auch belegen kann. Das ist etwas, wo ich sozusagen den Historiker heraushängen lassen muss, zu sagen, ja, ich möchte schon klarere Hinweise, dass sich ein Sachverhalt so und so verhält, als nur zu sagen, das ist eine Vermutung. Man kann das spekulieren, das ist völlig legitim, das ist gar nicht der Punkt. Aber wenn wir eine Verschiebung ins Linke und man muss nun wirklich sagen, auch ins Linksradikale, hier glaube ich, ist der Begriff des Radikalen angebracht. Nicht zuletzt, weil viele Linke in den westlichen Staaten das auch von sich selbst sagen. Also wenn wir zum Beispiel sehen, in den USA zum Beispiel gibt es ja eine erschreckende Erstarkung des linken Lagers, die ganze Demokratische Partei, die sich im Moment in einen Linksradikalismus steigert, der, wo man sich die Augen reibt als Europäer und sich eigentlich gar nicht vorstellen konnte, gerade Amerika, das allen sozialistisch linksradikalen Dingen früher total abgesagt hat, in denen das völlig indiskutabel war. Und plötzlich gibt es auf der linksliberalen Seite so einen starken, das ist wie so ein Erdrutsch, wie so ein Lawinenabgang, wo die ganze linksliberale Szene in den USA plötzlich ins Linksradikale abrutscht. Das ist für uns natürlich ein Alarmsignal, wenn man sieht, dass so etwas möglich ist. Und die CDU hat sich zu einer in jedenfalls punktuell linken Partei entwickelt. In manchen Bereichen, wenn man sieht, Massenzuwanderung, Grenzen auf, das ist ja eine links, das ist ja nicht mehr nur eine gemäßigt linke Position. Eigentlich ist es überhaupt keine linke Position, wenn man ehrlich sein darf, sondern es ist wirklich eine radikale Position. Das heißt, die CDU hat sich in der Migrationsfrage in eine radikale Partei verwandelt. Und zwar eine linksradikale. Ich will nicht sagen, die CDU ist eine linksradikale Partei, aber in diesem einen Punkt hat sie eine linksradikale Position. Denn die Vorstellung, es gibt keine Grenzen, es gibt einen Staat, ist eine typisch des internationalistischen Kommunismus gewesen. Hat also in seiner Vorstellung Grenzen weg. Ist klar ein Kind des marxistischen Denkens, dass hier in die CDU
unter Merkel Einzug gehalten hat. Und das ist ja schon erstaunlich, dass eine vormals bürgerliche und sagen wir mal in Teilen rechtskonservative Partei, die sie vormals war, und gerade in diesem Punkt die deutsche Identität und die deutsche Kultur warf gerade für die CDU immer ein ganz zentraler Punkt. Wesentlich mehr als für die alte SPD, die das auch irgendwo, also eine, wenn man Äußerungen hört von Willy Brandt oder von Helmut Schmidt, findet man dort auch genug gegen Massenzuwanderung und anderes. Aber die CDU war ja eigentlich die Partei, für die das sich auf die Fahnen geschrieben hatte, die das Bewahren des Deutschen als einen ganz zentralen Punkt ihrer Identität gehabt hat. Und dass sie diesen Punkt der deutschen Identität und des deutschen Charakters, der Eigenständigkeit des deutschen Charakters komplett preisgegeben hat, innerhalb von einer unglaublich kurzen Zeit. Dass das zum Beispiel nicht mal, das müsste ja eigentlich, egal, selbst wenn man es befürwortet, müsste man es doch, wäre es doch eines der großen Politikthemen unserer Zeit, dass eine unter einer Kanzlerin Merkel eine Partei einen Markenkern nicht nur aufgegeben, sondern 180 Grad ins Gegenteil verkehrt hat. Von der CDU, die Partei der deutschen Identität in der Nachkriegszeit gewesen ist, zu einer Partei, die das aushöhlt und alles tut, um die deutsche Identität in die Vergangenheit, in die Geschichte zu überführen, zu vernichten. Dass die Grüne Partei dafür ist, ist ja nicht diskutierenswert in dem Sinne, dass es nicht überrascht, sondern das ist das, was man von diesen Leuten gewohnt ist. Aber das Ungewohnte ist ja eigentlich das, was eigentlich das wäre, worüber man diskutieren müsste. Und da ist gerade die unglaubliche Verwandlung der CDU, mein Gott, Sie haben jetzt in Thüringen die Quittung, ich lese gerade aktuell abgeupdatet das Wahlergebnis. Die AfD hat sich noch mal etwas verbessert auf jetzt 23,9. Die CDU ist noch mal abgesunken. SPD ist auch noch mal abgesunken auf jetzt 8,0. Also da ist noch ein bisschen im Kommabereich ist noch etwas Bewegung drin, aber im Allgemeinen kann man wohl sagen, dass das Wahlergebnis so stimmt. Auch ein Typ von der CDU hat sich da sehr, also wirr ausgedrückt. Auch der hat gesagt, ja, die demokratischen Parteien müssen zusammenhalten und es sei ein Ende der bürgerlichen Mitte. Also, liebe Leute, dass die Partei, die CDU, ich habe vorhin, da kam ein, was war das, der, ach, irgendein Sprecher der CDU. Diese Leute sind ja mittlerweile auch Nummern, die man sich wirklich kaum mehr merken kann und sich auch nicht mehr merken muss, denn die werden ja schneller ausgetauscht in CDU und SPD. Ah ja gut, ich lasse es jetzt offen wie den Vergleich. Das Personal ist ja ein Schwundpersonal, also gerade in der SPD, aber in der CDU mittlerweile auch. Und der Typ, da war also war vor so einem Sprecherpult und unten stand dann CDU, Partei der Mitte. Nee, die Mitte. Die Mitte. Nicht mal mehr Partei, die Mitte. Ja, wo ich gesagt habe, ihr seid doch längst nicht mehr Mitte. Das ist ja sehr arrogant. Wo ich stehe, ist Mitte. Ja, also. Diese Szene ist mir nicht, werde ich meiner Lebtag nicht vergessen. Ich glaube, die meisten von euch kennen das. Ich meine mich zu erinnern, es müsste beim Bundestagswahlergebnis gewesen sein, als ein Politiker der CDU Merkel ein Deutschlandfähnchen in die Hand drückte und sie mit einem angewiderten Gesichtsausdruck die Deutschlandfahne wegwarf. Ich bin nun kein Mensch, der das Gefühl, der ein Fahnenschwenker ist, vom Herzen, vom Gefühl her. Ich bin ein eher kalter Fisch. Auch darum sage ich, ich bin Nationalist. Ich sehe in einem bismarckschen Sinne die logischen Interessen der Nation und des Volkes. Das ist für mich eine nüchterne, sachliche Angelegenheit, für die ich auch Empfindungen habe. Aber es ist für mich als, ich sage mal in Anführungsstrichen, protestantischer Preuße, ein bisschen eher doch eine intellektuelle Angelegenheit, eine sachliche. Und dennoch empfand ich dieses Fahnenwegwerfen von Merkel als eine Schmach. Dass die deutsche Bundeskanzlerin die deutsche Fahne wegwirft, haben wirklich alle Patrioten und Nationalisten als ein Symbol höchsten Ranges angesehen und als ein nicht schönes.
Ganz im Ernst. Eine solche Partei hat das Recht, sich bürgerlich zu nennen, verwirkt. Eine Partei, deren Kanzlerin und Parteivorsitzende, na jetzt ist sie ja nicht mehr, es ist ja die AKK, damals Parteivorsitzende, die Deutschlandfahne wegwirft, hat kein Recht, sich bürgerlich zu nennen. Ganz einfach. Auch das sind, wie gesagt, erstaunliche Verwandlungen, über die nicht genug gesprochen wird, wie ich meine. Nun kann man natürlich sagen, in einer gewissen, vielleicht ironischen Zuspitzung, ich musste gerade noch mal nachsehen, ich muss ehrlich sagen, Thüringen ist so eines der Bundesländer, zu dem ich am wenigsten Beziehung habe, emotional und intellektuell. Wenn man mich zum Beispiel, also es ist so ein bisschen, es ist eines dieser Länder, wo ich am ehesten in Schwierigkeiten käme, in meinem Kopf zu imaginieren, wo genau Thüringen liegt. Bei Sachsen, bei Hessen, bei Baden-Württemberg, bei allen anderen Bundesländern habe ich die Schwierigkeit nicht. Aber Thüringen sitze ich immer ein bisschen da. Wo ist das denn genau? Also, es ist ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen in die Richtung ist es schon. Das heißt, es ist ein bisschen für mich ein unbeschriebenes Blatt, auch kulturell, wofür es steht. Ich musste auch erst mal nachsehen und stellte erstaunt fest, Weimar liegt in Thüringen, also die große Kulturstadt. Ich habe da, gut, ich gebe zu, als Westberliner und ehemaliger Wessi habe ich da auch noch ein bisschen Nachholbedarf und Nachholnotwendigkeit, mich damit zu befassen. Es ist vielleicht auch ein bisschen ein Versäumnis unseres Polit- und Kulturbetriebs, das ein bisschen in den Vordergrund zu rücken. Ich weiß es nicht. Nun muss ich gestehen, ich bin ja ehemaliger Schwabe, also komme aus dem Schwabenland und da ist mir das, was aus Schwaben, Baden-Württemberg, Bayern und vielleicht noch Hessen und Rheinland, also an Nachbarregionen, ist mir eh vertrauter. So, gebe ich zu. Also auch das, was schon, wenn man mich fragen würde, was ist so Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, also die Nordländer, da habe ich auch keinen so engen Bezug zu, was da wofür die stehen und so, man ist halt dann doch verbunden mit, also ich bin da halt doch stark geprägt durch meine Jugend und meine Verbindung zu Süddeutschland, dass ich, wo andere Leute, jeder kennt halt die Region, aus der er kommt. Nun bin ich zwar sehr lange in Berlin, aber Berlin ist sowieso eine Insel, also eine fast eigener Kosmos, möchte man sagen. Ja. Es ist natürlich ein Zeichen, ein schlechtes Zeichen unserer Nation, dass die Kulturen der Regionen auch nicht mehr in den Vordergrund gerückt werden. Ich sage das ja, manche haben das ja so ein bisschen lustig gefunden, als ich in einem der letzten Videos mal sagte, es wäre zum Beispiel schön, mal wieder deutsches Liedgut zu pflegen oder deutsche Sagen und Märchen. Ich habe das ganz ernst gemeint, denn ich glaube, gerade in solchen Dingen oder deutsche Dichtung, deutsche Balladen. Gut, man sagt immer Schiller, Goethe, so, da fängt es mit den meisten an, hört es auf. Ich bin jetzt auch nicht der große Literat, wie ihr wisst, wenn ihr mir schon eine Zeit zuhört. Aber gerade diese Dinge werden ja auch wenig im Fernsehen, im Radio, gerade das, wo wir bezahlen müssen, gefördert. Im Gegenteil, man hört nur immer, das wird nur immer aufs Deutsche eingedroschen von dem, wofür wir erzwungenermaßen bezahlen müssen. Das ist ja das Schreckliche. Dass es einen erzwungenen Fernsehsender und Radiosender gibt, gut, kann man dieser oder jener Meinung sein, aber dass wir quasi abgezockt werden und von dem Geld, das man uns nimmt, auch noch auf uns Deutsche eindrischt, das ist schon ein sehr schändlicher Zustand. Da würde ich mir mal erhoffen, dass hier mehr getan wird zur positiven Verbreitung deutscher Kultur. Es ist ja auch, ich sage das auch tausendmal schon, es ist ja auch, selbst wenn wir eine Zuwanderung haben, in was sollen sich denn Leute integrieren, wenn wir nicht irgendeine Art der positiven Selbstdarstellung haben? Ich habe vorhin, heute Nachmittag, da kam ein Videoformat, da war der Roland Tichy mit den Henrik M. Broder zusammen. Die haben ein neues YouTube-Format, wo sie zu zweit sprachen. Das war ganz erbaulich und interessant. Und der Broder sagte, etwas, was ihm so auffalle, ist, dass es jetzt einen so starken deutschen Selbsthass gibt. Und das ist in der Tat etwas Erschreckendes. Ich sage das auch, es ist nicht nur etwas Deutsches. Wir Deutschen sind ja sehr nabelschaumäßig auf das Deutsche fokussiert.
Gut, auch mit einigem Recht. Die deutsche Politik ist ja die, die uns am meisten betrifft. Aber es rückt uns es doch ein bisschen in ein anderes Licht, wenn man merkt, dass es das auch in anderen Ländern gibt. Also das ist eher eine Art in westlichen Staaten um sich greifender selbst weißer Selbsthass geworden ist. Ich habe gehört auf dem Videokanal von, ich glaube, Sargon von Akkad, es gäbe eine Untersuchung. Ich kann das nur sagen, ich habe mich nicht damit befasst. Ich sage nur, ich habe es von Sargon gehört und ich betrachte den als zuverlässige Quelle. Es gäbe eine Untersuchung. Das ist, was man im Englischen In-Group Preference nennt, also eine Bevorzugung der eigenen. Alle Völkergruppen, Ethnien, Rassen, wie man will, alle Völkergruppen oder Rassen haben eine Präferenz des eigenen, also bevorzugen die eigenen, nur nicht weiße Liberale. Also Weiße, die linksliberal sind politisch, sind die einzige Gruppe in der Welt, die andere bevorzugen und nicht die eigenen Leute. In der Welt. Also was man will, Araber, Asiaten, was ihr wollt. Eskimos, keine Ahnung. Gut, ob die befragt wurden, weiß ich nicht. Aber so, von allen Ethnien, Völkergruppen, wie man das auch immer abgrenzen will, sind weiße Linksliberale die einzige Gruppe, die eine, die, die, die das, die, die Außen, die die Fremden mehr mögen als sich selbst. Wo man schon wirklich von einem Selbsthass sprechen kann. Da ist natürlich schon die Frage, auch hier wieder, wie weit ist das gemacht und erzeugt? Und wie weit hat sich das entwickelt? Also ich persönlich will mich da auch nicht festlegen. Ich glaube, es besteht sicherlich ein Element von beidem, meines Dafürhaltens. Es gibt einen Einfluss, dass das gemacht und befördert wird. Aber es gibt auch klar eine sich selbst verstärkende Tendenz dabei. Warum das so ist, wäre nochmal für Psychologen und Soziologen ein wirklich interessantes Feld, absolut. Denn es trifft uns ja eigentlich unerwartet. In Deutschland, der Broder hat das auch in dem Gespräch mit Tichy gesagt, in Deutschland haben wir eigentlich ja 1990 gesagt, das hat der Broder wirklich schön gesagt, jetzt waren die Deutschen wieder ein normales Volk wie andere auch. Das war für uns Deutsche die Vorstellung und das war weltweit die Vorstellung. Die Wiedervereinigung ist da, endlich sind diese alten Zöpfe der Vergangenheit, weitgehend Vergangenheit und die Deutschen sind auf einem Weg, wieder ein normales Volk wie andere auch zu sein. Sowohl in der Sicht der anderen als auch in der Sicht von sich selber. Und plötzlich kommt dieser, das ist etwas, wo in Deutschland schon stärker ausgeprägt ist als in anderen Ländern. Man sieht das auch im Wahlergebnis und in der Ausrichtung. Also diese starke Fanatismus hin zum Grünen, zur grünen Politik ist so ausgeprägt nur in Deutschland. Also da gehen wir wirklich einen Sonderweg. Und das ist ja eigentlich das, was wir Deutschen eigentlich nicht mehr machen wollten, nach 1945 Sonderwege gehen. Zu sagen, wir machen alles, wir sind die moralischen Vorbilder, wir machen unsere, das ist ja das, was man jetzt ständig, wir müssen plötzlich wieder die moralischen Vorreiter oder Sonderweggeher sein. Das ist etwas, das ich ausgesprochen beunruhigend finde. Also unabhängig davon, für wie unabhängig man die Politik einer Nation hält, haben wir uns ja politisch dadurch ziemlich isoliert in Europa, durch die Politik der letzten Jahre, in ganz vielen Feldern, auch Außenpolitik. Jetzt wieder Kramp-Karrenbauer, die nach vorne preschte mit, ja, wir müssen in Syrien militärisch eingreifen. Und ich dachte, haben die einen Schuss? Ist es nicht eine der wenigen Dinge, die der große Konsens der Deutschen gewesen ist, nach 1945 zu sagen, wir sind nicht mehr an militärischen Spielereien interessiert. Das machen wir nicht mehr mit. Dass das eine der wenigen wirklich vernünftigen Konsense gewesen ist, nach 1945 zu sagen, militärische Spielereien machen wir nicht mehr mit. Der erste große Sündenfall war ja Jugoslawien. Außenminister Fischer, ausgerechnet die Grüne Partei.
Ja. Und nun kramt Karrenbauer, die plötzlich fordert deutsches Militär in Syrien. Es sind wirklich schlimme Entwicklungen. Aber Höcke ist dann der große Schlimme. Wir haben eine CDU-Vorsitzende, die militärische Einsätze in Syrien fordert, aber Höcke ist der Schlimme. Das ist das, wo ich in meinem Kopf einfach nicht zusammenbringe. Wirklich. Also, und ich meine das jetzt nicht zynisch oder polemisch oder so. Ich bemühe mich, für wirklich ganz viele Dinge Verständnis zu haben, auch anderer Lager, und versuche mich da hinein zu versetzen. Aber es gibt so viele wirkliche Skandale. Merkels Grenzöffnung allen voran, es tut mir leid, die einfach ein veritabler Skandal ist, der Europa und Deutschland in gigantischem Maße schadet, Tag für Tag. Das kann mir keiner erklären, dass das gut sein soll, weder für Deutschland noch für Europa und langfristig gesehen auch nicht für die, die hierher kommen, denn das gibt ein Chaos, das von der letztlich, weiß ich nicht, vielleicht die Mächte im Hintergrund, die das spinnen, sagt man ja manchmal so. Aber ich glaube selbst die am Ende nicht. Ich bin der Überzeugung, davon wird am Ende niemand wirklich profitieren. Es wird ein Elend und ein Chaos und ein Schrecken sein, von dem letztlich alle Schaden nehmen werden. Das ist nach wie vor meine Überzeugung. Das wäre eigentlich ein gigantischer Skandal, der die Nation bewegen müsste. Und anderes mehr. Ich meine, ein immer mehr um sich greifender Gender-Unfug, der in allen westlichen Ländern Kapriolen schlägt und Dinge. Und ich bin auch hier eigentlich nicht derjenige, der dagegen gewesen wäre. Ich habe immer gesagt, naja, was Leute in ihrem Schlafzimmer machen, ist der ihre Sache. Was Leute sich selbst definieren, ist ihre Sache. Das interessiert mich alles nicht, aber es nimmt ja mittlerweile Ausmaße an, wenn man singt an so Sachen wie Frühsexualisierung von Kindern oder dieses, dass Kinder schon Geschlechtsumwandlung erlaubt werden soll. Das sind Entwicklungen, die sich in westlichen Ländern, wo ich wirklich sage, das ist einfach widerlich und schrecklich. Aber wenn Herr Höcke mal irgendeine Banalität eigentlich nur sagt, dann ist das ein Riesenskandal, wo wirkliche Skandale da sind. Wirkliche. Nehmen wir mal nur diese Sache mit den Kindern. Es gibt, wie gesagt, wie da der Status in Deutschland ist, weiß ich gerade im Moment nicht, aber es gibt in immer mehr westlichen Staaten diese Lobbys, die sagen, nein, wenn Kinder Geschlechter umwandeln, wenn der kleine Peter mit 8 Jahren sagt, ich will ein Mädchen sein, dann wird ihm der Pimmel abgeschnibbelt. So. Und wenn die Eltern sagen, nein, das wollen wir nicht, dann werden die Eltern entmündigt. Also von dem Kind. So. Und das tut sich in westlichen Staaten und das wäre eigentlich ein veritabler Skandal. Wo sind all diese Leute, die Jahre und Jahrzehnte lang sich Kinderschutz auf die Fahnen geschrieben haben? Wo sind die? Die sind alle verstummt. Warum? Gibt's Jahre und Jahrzehnte lang Schutz der Kinder und wenn nur, weiß ich nicht. Eine Zeit lang ist das sogar so in der Weise, dass man sagt, es ist fast schon übertrieben worden, dass man sagt, ach Gott, jede Wehleidigkeit soll dem Kind erspart werden und dass man bis zum Verhätscheln hin, aber plötzlich darf an Kindern der Pimmel abgeschnitten werden, weil wenn Peterchen sagt mit 8 oder 6, ich möchte morgen ein Mädchen sein oder irgendeine Erzieherin redet ihm das ein, das ist plötzlich normal und überhaupt kein Skandal in westlichen Gesellschaften. Aber wie gesagt, wenn irgendein AfD-Mitglied gibt irgendeine Banalität, wieder wie, weiß ich nicht, eine Selbstverständlichkeit, wie Deutschland soll seinen Charakter als Land behalten. So. Was übrigens der Dalai Lama, was der Dalai Lama nicht in Bezug auf Deutschland, aber auf Europa gesagt hat. Europa soll seinen Charakter als europäisches Völkergebiet behalten und kann nicht ein arabisches, muslimisches Land werden. Die Leute, die eingewandert sind, die als Flüchtlinge gekommen sind, müssen wieder gehen. Also eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, mit der man heute Skandale erregt und Skandale, die gar nicht groß thematisiert werden. Das ist eine Vertauschung. Also, dass das wirklich schrecklich ist, wird tabuisiert, das darf man nicht kritisieren. Im Gegenteil, wer das kritisiert, ich nehme nur diese ganze Halal-Schlachterei. Ja.
Nun bin ich selbst kein Vegetarier, aber ich bin trotzdem der Ansicht, wenn man Tiere schlachtet und wenn man Tiere hält, sollte das Tier halten und das Schlachten so human, wie es möglich ist. Und ist natürlich, ich weiß, humanes Schlachten, gut, kann man so oder so sehen. Aber dass man sagt, es soll schnell und möglichst, dass das Tier nicht lange leidet. So. Das war jahrzehntelang einer der großen Hot Topics, Tierschutz. Wo sind diese Leute jetzt, wo an jeder Dönerbude, an jedem von Türken und Arabern geführten Supermarkt groß Halal steht? Wo sind die? Ich will nicht schildern, wie das ist, aber Halal-Schlachten ist schrecklich. All diese und die ganzen, weiß ich nicht, so Gelichter wie Greta Thunberg, die uns wegen jedem Schnitzel und wegen jedem Meter, den man mit dem Auto fährt, das böse Umweltgewissen einreden. Aber die ganze Republik kann mit Windrädern gepflastert werden und Vögel und Insekten werden zu Hunderttausenden und Millionen geschreddert. Und was an Wäldern abgeholzt wird, um diesen Windrädern freie Bahn zu verschaffen. Die ganzen Leute, die jahrelang, ich habe das letztes Mal oder vorletztes Mal schon gesagt, die ganzen Leute, die sich aufgeregt haben, weil beim Bahnhof Stuttgart vier Juchtenkäfer gewesen sind und ihr wisst noch, wie das, was das für ein Terz in Stuttgart gewesen ist. Demonstrationen, Volksentscheide, revolutionäre Stimmung in Stuttgart wegen einer Handvoll Juchtenkäfern auf dem Gelände des Bahnhofs Stuttgart. Aber dort können Hunderttausende, Millionen Insekten geschreddert und Vögel geschreddert werden und keiner von diesem grünen Gelichter sagt auch nur einen Mucks. Das ist das, wo mir im Kopf einfach nicht zusammen will, wo ich auch nicht, ich kapiere es nicht. Haben die vorher immer gelogen? Das war ihnen eigentlich immer egal. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder dass die Umwelt ist ihnen jetzt egal, also die reale Umwelt, echte Tiere, echte Bäume, echte Insekten, nicht die eingebildeten, denn die werden ja real geschreddert und abgesägt. Entweder sind sie ihnen jetzt egal oder es war ihnen vorher egal. Also entweder haben sie vorher gelogen oder jetzt. Eins von beiden. Jetzt wüsste ich mal gerne. War ihnen eigentlich Umwelt immer eher egal? Das ist ja, was ich befürchte. Ich habe die Befürchtung, dass die meisten Leute, die in den ganzen Jahren und Jahrzehnten sich für Umwelt und anderes eingesetzt haben, in Wirklichkeit das alles nie ernst genommen haben. Das ist meine Befürchtung mittlerweile. Dass das immer schon Heuchelei war. Es gibt ja diesen Zug, in gewisser Weise ist das normal, gerade wenn man jung ist. Man will sozusagen, man macht einen auf Revoluzzer. Also das ist ein natürlicher Zug der jugendlichen Entwicklung. Man rebelliert gegen den Status quo der Älteren. So, das ist schon immer so. Und dass man sich dann in Gesellschaften, in denen die Politik wichtiger ist, weil man eben demokratische Wahlen hat oder was sich eben so nennt, dass sich das dann in politischen niederschlägt. Oft so. Kann man sagen, gut, es ist dann eine Jugendsünde. Man ist radikaler, wenn man jugendlich ist. Und dann wird man irgendwann erwachsen und wird dann normal, so. Aber dieses zweite, dieser zweite Schritt, die Normalisierung, wenn man erwachsener wird, findet ja nicht mehr statt. Im Gegenteil, die Älteren werden infantil. Ich sag nur, war das Omas gegen Nazis oder wie sich diese Gruppe nennt? So ähnlich. Das ist ja Wahn. Das ist ja ein Wahn. Zurück zur AfD-Wahl. Ich weiß nicht, also ich bin jetzt auch nicht der Parteienexperte oder der Wahlexperte. Da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, das ist nicht meine Expertise. Aber es ist eines klar. Die totale Verbürgerung der AfD ist kein vernünftiger Weg. Ich glaube, das hat das Wahlergebnis von Höcke schon gezeigt, wobei man natürlich sagen muss, in den einzelnen Bundesländern ist es richtig und vernünftig, dass die jeweiligen Landes-AfD-Parteien ihre Ausrichtung auf die Spezifika des Bundeslandes ausrichten. Ist generell klar und auch richtig. Grundsätzlich aber zeigt es mir, dass erstens es durchaus die AfD auch Reizthemen ansprechen muss. Der vorhin kam auf Welt-TV, ich habe das kurz gehört, auch um mir die Wahlergebnisse, um so ein bisschen ein Gefühl für die Einschätzung. Da war von der Welt der Robin Alexander, der gesagt hat, ja, die AfD ist ja nicht richtig eine bürgerliche Partei. Ja, das darf sie auch gerade nicht werden. Ich möchte nicht, dass die AfD so eine Spießbürgerpartei wird. Also ich will hier nicht den bürgerlichen
ihren Lebensstil oder ihre Haltung kritisieren. Aber eine spießig-miefige AfD braucht kein Mensch und wäre auch keine erfolgreiche Partei, sondern wir brauchen eine, die der Stachel im Fleisch ist, die auf Missstände aufmerksam macht und auch mal polemisch überspitzt, zuspitzt und den Gegner reizt. Die Grüne Partei macht das seit Jahrzehnten und mit durchaus veritablem Erfolg. Denn es ist ja so, die Änderung der Politik ergibt sich, und das ist ein Fehlschluss, den der Robin Alexander von der Welt gemacht hat, gesagt hat, ja, die AfD hat zwar Erfolge, aber sie ist ja nirgendwo in die Regierung gekommen. Das stimmt. Aber die Grüne Partei hat die Bundesrepublik nachhaltig verändert, und zwar nicht primär dadurch, dass sie in Regierungen gekommen ist, sondern dass sie das sogenannte Overton-Window verschoben hat. Da haben wir das Overton-Window wieder. Also die öffentliche allgemeine Meinung in eine bestimmte Richtung getrieben hat. Und das hat sie gemacht durch gnadenlose Polemik und Zuspitzung. Es gibt keine Partei der Bundesrepublik seit 1945, die so polemisch war wie die Grünen. Das ist die polemischste, populistischste Partei überhaupt. Deswegen finde ich es auch immer einen Hohn, wenn gerade die Grünen der AfD Populismus vorwarfen. Es tut mir leid, die Grüne Partei ist die populistischste, die es überhaupt gibt. Jedenfalls im Spektrum von Parteien, die in Bundestage und Landtage gekommen sind. Die haben überhaupt kein Recht, eine andere Partei des Populismus zu bezeichnen. Die Grüne Partei ist Populismus pur, fleischgewordener Populismus. Diese ganze Debatte von Realos und Fundis, ich weiß nicht, ob es das heute noch in diesem starken Maße gibt, aber diese ganzen Grünfundamentalisten, das ist doch Populismus pur, was die gesagt haben. Es ist ja auch nicht verkehrt. Eine Partei darf und muss populistisch zuspitzen. Das ist das Wesen der Politik. Klar gibt es dabei Grenzen, wo die Unvernunft allzu sehr überstrapaziert wird. Das ist ja gar keine Frage. Aber es gehört zum politischen Betrieb, dass politisch populistisch überspitzt wird. Das hat sich die Grüne Partei rausgenommen und damit hat sie politisch in ihrem Sinne nicht unbedingt immer Wahlerfolge gehabt, aber insofern Erfolge aus ihrer Perspektive, dass sie die Politik in ihre Richtung getrieben hat. Also kann man sagen, zuspitzender Populismus funktioniert. Er funktioniert nur nicht so, dass man unbedingt immer mit an die Regierung kommt. Das ist zwar das Ziel der AfD-Politiker, für uns ist aber doch das Relevantere, wie sich die Politik in der Gesamtheit verändert. Und nicht primär, wo ist die AfD in der Politik mit dabei. Denn es ist ja ein Ringen im Größeren. Es sind ja nicht nur die Parteien, die hier kämpfen, es sind Lobbyisten, Interessenverbände, auch am kleinen, unteren Ende wir YouTuber, Aktivisten, alle möglichen Leute, die im Großen wie im Kleinen versuchen, dieses Overton-Fenster in die eine oder andere Richtung zu ziehen. Das ist doch der gesamte Kampf. Das Ringen um die gesamte Ausrichtung der Gesellschaft, vor denen das Parteiwesen und die Frage, wer regiert, nur ein Element ist. Ein wichtiges Element, aber eben nicht das einzige Element. Und wie gesagt, gerade der Erfolg, aus unserer Sicht muss man natürlich sagen, der bedauernswerte Erfolg, aber der unbestreitbare Erfolg der Grünen Partei, ist ja hier ein Beispiel. Wie sich das auf die Politik auswirken wird, wird sich erweisen. Ich bin froh, dass es so gekommen ist. Das bedeutet eine klare Stärkung von Björn Höcke. Es gab ja mehrmals Versuche in der AfD, Höcke und den Flügel loszuwerden, was ich als großen Fehler betrachtet habe. Unabhängig davon, ob man Höcke für einzelne Äußerungen kritisiert oder nicht, finde ich es richtig und wichtig, was er macht und wofür er steht. Auch und nachgerade, ich sage das, in einem Bereich, in dem der Flügel und Herr Höcke sich richtig profiliert haben, nämlich einen, ich sage mal, sozialpatriotische Bewegung zu sein. Ich bin, was die andere Seite der AfD betrifft, den Meutenflügel extrem skeptisch bis negativ eingestellt. Dort ist eine Art neoliberaler Privatisierungswahn als Idee vorherrschend, den ich als gefährlich nicht teile und ihn ablehne. Wo mir der sozialpatriotische Flügel wesentlich persönlich lieber ist, natürlich aus Eigeninteresse, aber auch, weil ich ihn strategisch für sinnvoller halte.
Die AfD muss sich einfach in einer gewissen Weise, was das Soziale betrifft, sozialdemokratisch verhalten. So wie früher die Sozialdemokratie positionieren. Nicht als einen sozialen Überstaat, aber doch als einen Staat, in der Leute nicht, in der die Bürger, die Staatsangehörigkeiten, die Deutschen nicht Angst haben müssen, durch alle Raster zu fallen. Was natürlich eine Grenzkontrolle und Zuwanderungsbeendung, Beendigung und auch eine Remigration, muss man sogar klar sagen, erfordert. Es ist ganz klar, so, das ist schon das berühmte Diktum von dem, ach Gott, man wird alt und kann sich nicht mehr merken. Berühmte Wirtschaftsprofessor sagte, man kann nicht beides haben, offene Grenzen und Sozialstaat. Man kann nur eines von beiden haben. Und das ist objektiv richtig. Denn es ist der Mehrheit, also was heißt der Mehrheit? Eine Mehrheit derer, die den Sozialstaat zahlt, ist es ja nicht mehr. Aber es ist denen, die den Sozialstaat zahlen, ja nicht zuzumuten, dass es einen permanenten Influx von immer mehr Empfängern gibt. Das ist einfach nicht zumutbar, nicht vertretbar und irgendwann nicht mehr zu finanzieren. Es gibt ja diesen schönen, bösen, wie wahren Spruch von Margaret Thatcher, die sagte, das Problem mit dem Sozialismus ist, dass einem irgendwann das Geld anderer Leute ausgeht. Reiche zu hassen ist nicht dasselbe wie Arme zu mögen. Und das ist das, was man bei Linken oft sieht. Reichen Hass, mit denen nichts für die Armen getan ist. Also das Ergebnis, man wird sehen, ob es sich auf die Bundespolitik auswirkt, also auf die Politik der AfD. Wird es sich bestimmt auswirken, da Höcke gestärkt wird. Ich finde das richtig und wichtig. Und diese Ausspielung von Arm gegen Reich muss nun wirklich ein Ende haben. Auch das ist etwas, soweit ich das sehe, ist ja der Flügel um Höcke ein, wie gesagt, eher sozial, der sozial eingestellte Flügel der AfD, von dem ich hoffe, dass er in der AfD dadurch auch weiter gestärkt wird. Es ist, ich sage das auch ganz neidlos, ein großes Ehrenzeichen der ostdeutschen Bevölkerung im Allgemeinen, dass sie hier deutlich klüger ist, wie die, ich muss es leider sagen, sehr verstockte westdeutsche Bevölkerung, die hier eine Art Renitenz, mit einer Renitenz die Westdeutschen an dem alten Parteiensystem festhalten, dass ich unter den gegebenen Umständen so wie sie jetzt sind, nicht mehr nachvollziehen kann, für das ich kein Verständnis mehr habe. Ich kann nur hoffen, dass das ein positiver Auftakt ist, auch eine deutliche Ausrichtung der AfD, die, meine ich, da wo sie polemisch zuspitzend ist, daran festhalten muss. Es gibt ja großartige Redner im Deutschen Bundestag von der AfD, Gottfried Curio zum Beispiel, auch die Frau Weidel und Herr Gauland fallen immer wieder durch große Reden auf und auch einige andere, deren Namen ich jetzt nicht parat habe, muss man sagen, die AfD hat ja veritable Redner, die gut argumentieren und gut reden können und auch zupacken und zuspitzen und polemisieren, mal auch, wie es richtig angemessen und sinnvoll ist. Was das für Deutschland im Gesamten heißt, man weiß es nicht. Es ist aber ein Tag, an dem wir uns einfach mal freuen sollten. Ich glaube, wir sollten einen Tag lang oder mal ein, zwei Tage lang versuchen, Bedenken hinten anzustellen, uns nicht schon wieder in ja, was könnte, wäre, sollte zu fokussieren und sagen, wir freuen uns einfach über ein für Deutschland und Thüringen gutes Wahlergebnis der AfD, was immer es politisch bringt. Wir haben alle gemeinsam es ein wenig mit dazu beigetragen, den Etablierten in die Suppe zu spucken und natürlich vor allem die, die für die AfD gestimmt und gearbeitet haben. Es ist uns allen gemeinsam gelungen, dass diesen mal endlich ein bisschen Sand in ihr Getriebe geschüttet wurde und es das Weitermachen wie bisher wohl nicht nun endlich nicht mehr so weitergeht. Natürlich wird sich die CDU jetzt nicht mit
der AfD in eine Regierung begeben. Auch wenn man sich das wünschen würde, ich fände das ein interessantes, wichtiges Experiment, aber meine, die CDU, so wie sie jetzt dasteht, kann das nicht. Da werden größere Änderungen in der Zeit in der CDU notwendig sein, um das zu bewerkstelligen. Und es muss natürlich ganz klar sein, die Journalisten sagen immer, ja, die AfD müsste sich ändern. Nein, nein. Die anderen müssen sich ändern. Nur so wird ein Schuh draus. Das ist ja das, was ich bin zwar keiner, der AfD-Mitglied ist, aber wenn ich jetzt mal so mich in die fiktive Position des AfDlers begebe und sage, man hört das ja immer wieder, ihr müsst euch ändern. Nein, wir müssen uns nicht ändern. Es ist auch die Sache, die immer sagen, ja, die AfD ist für uns nicht koalitionsfähig. Nein, umgekehrt wird ein Schuh draus, ihr seid nicht koalitionsfähig für uns. Wie gesagt, uns, ich sage jetzt mal, ich spreche jetzt mal fiktiv für eine Partei, die ich trotz aller Probleme, die ich habe, wo ich ganz klar sage, die Wahlempfehlung nach wie vor ausgebe. Ihr seid es, die für uns nicht koalitionsfähig seid, nicht umgekehrt. Was sich in Thüringen ergibt, man kann gespannt sein, wo der Punkt wird, kommt, an dem Tabus fallen. Mein, für die CDU wäre natürlich in eine Koalition mit der Linkspartei zu gehen, ein gigantischer Tabubruch. Und das, es ist auch so, ich nehme mal stark an, das wäre wirklich eines, wo sich die CDU in Thüringen verabschieden könnte. Also dann können sie gleich den Laden dicht machen. Aber was sonst kommen soll, ich meine, man kann natürlich, es gibt Minderheitenregierung, das dann, aber dann tut sich auch nichts. Ja. Aber es ist gut, es ist sinnvoll, es ist richtig. Diesen immer weiter so ist Sand ins Getriebe geschüttet worden, ist in die Suppe gespuckt worden und das ist gut so. Das ist richtig so. Es, dieses ewige weiter so des Immergleichen muss einfach ein Ende haben. Und da hat Thüringen uns allen Hoffnung gegeben und man kann nur den Thüringer Bürgern auch aus Ländern, die nicht, also aus den anderen Bundesländern hier, den Dank aussprechen, dass sie den Mut, dass ihr, ich spreche euch mal direkt an, dass ihr den Mut gehabt habt, euch nicht von Medienmache, von Drohungen, die massiv gewesen sind, klein zu machen und niedermachen zu lassen, sondern euren eigenen Kopf bewahrt habt. Dass die Linkspartei auch so ein gutes Ergebnis hat, will ich den Thüringern nicht übel nehmen. Ich kann es in Zeiten, in denen ich weiß ja, wovon ich spreche, ihr wisst, was meine Ängste sind, was soziale, an den Rand zu kommen. Ich kann es per se den Wählern der Linkspartei nicht übel nehmen, auch wenn ich die Linkspartei ablehne. Ich kann verstehen, dass die Leute in Zeiten, in denen die Menschen am unteren Drittel immer mehr in Angst haben müssen, sozial ins Abseits zu geraten, dass sie sagen, Mensch, ich wähle eine linke Partei, die was vorgibt für mich zu tun oder es im Einzelnen vielleicht auch zu tun, auch tut, dass ich die wähle. Ich kann das menschlich verstehen bei aller Ablehnung, die ich dieser Partei sonst gegenüber habe. Also ich will da über Leute, die das wählen, nicht den Stab brechen. Ich weiß, als einer, der ich noch vor wenigen Tagen an der Angst war, ich sitze hier im Dunkeln, weil ich meinen Strom nicht mehr bezahlen. Ich kann menschlich ganz verstehen, dass Leute sagen, ich positioniere mich links in diesem Sinne von Umverteilung. Dass das nicht einfach so die Lösung ist, gut, wäre nochmal etwas ein anderes Thema. Ich sage nur, menschlich habe ich dafür Verständnis. Gut, das war, was ich dazu sagen wollte. Ich schließe erst einmal mit dem Ausblick. Es bleibt spannend, was sich tut, dass Bürger gerade in den Ostländern sich trauen, anders als etabliert zu wählen, finde ich, ist allen Respektes wert. Und ich hoffe, erst einmal noch einmal, ich bedanke mich wirklich, dass ihr mir so liebe, treue, hilfreiche Menschen seid. Also ein YouTuber, der so ein wohlwollendes, hilfreiches, gutes, nettes Publikum hat, muss man, glaube ich, lange suchen. Auch, nein, ich möchte auch sagen, auch im Größeren gesprochen, ich höre durchaus auch von anderen YouTubern, dass sie von ihrem Publikum, ihren Zuhörern im Ganzen sehr angetan sind. Und es ist ein bisschen auch ein Zeichen, dass dieses Gerede, das böse Internet, das böse YouTube, da sind überall Trolle, dass das einfach nicht stimmt. Es ist nicht wahr, dass überall im Internet böse Menschen sind.
Und das ist etwas, was mich persönlich auch ermutigt, über meinen persönlichen Kreis hinaus zu sagen, es gibt in der Welt da draußen und auch hier in unseren Kreisen im Internet wesentlich mehr gute Menschen. Die sind nicht immer auffällig und die sind oft still. Aber die Trolle, die Bösen, die Schlimmen, und das müssen wir uns alle sagen, und ich sage es weiter als persönliche Erfahrung der großen Hilfe der letzten Tage, wie auch überhaupt den Interaktionen mit den Zuhörern hier. Ich sehe auf ganz vielen Ebenen, merkt euch diesen Satz, die bösen Menschen sind nicht die Mehrheit. In diesem Sinne hoffe ich und bin mir gewiss, ihr bleibt mir gewogen.